Die Konsonantenfolge CH nach der Wiener Urkunde kann man sich wie folgt merken. Wir schreiben zunächst CH in Handschrift und dann löschen wir alles Überflüssige. Und schon haben wir das Zeichen CH. Wir markieren jetzt noch die Hilfslinie. Das ist die Grundlinie. Das ist die Obergrenze. Und das ist die Oberlinie zur Grundlinie. Der Vollständigkeit schreiben wir noch die untere Grenze.